Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Aus dem Französischen ins Deutsch von Grete und Joseph Leitreb übersetzt. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, sagte die Stimme unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm und spiel mit mir, schlug ihm der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin noch nicht gezähmt. Ach, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu. Was bedeutet zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Setz dir nur Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz. Ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Zähmen, das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs. Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der 100.000 kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, wie 100.000 Füchsen gleich. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich, sagte der Fuchs. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. Mein Lebenssinn ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Ich werde der Klang deines Schrittens kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder. Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich dann an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreibe lieb gewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den kleinen Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. Ich möchte wohl, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du ein Freund bist, so zähme mich. Was muss ich da tun? Sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst,
kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Gebräuche geben. Was heißt fester Brauch? Sagte der kleine Prinz. Auch etwas in Vergangenheit geratenes, sagte der Fuchs. Es ist das, was ein Tag von dem anderen unterscheidet. Eine Stunde von der anderen. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weizenberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanz gingen, wären die Tage alle gleich. Und ich hatte niemals Ferien. So machte der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds näher war, ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen. Das ist deine Schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du wolltest, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber nun wirst du weinen, sagte der kleine Prinz. Bestimmt, sagte der Fuchs. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe, sagte der Fuchs, die Farbe des Weizens gewonnen. Dann fügte ich hinzu, geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die all deine einzige in der Welt ist. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen. Und ich werde dir ein Geheimnis senken. Der kleine Prinz ging die Rosen wieder zu sehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht und auch ihr hat euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid so, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, wie 100.000 andere, aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagte er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein irgendeiner, der vorübergeht, konnte glauben, meine Rose sei euch ähnlich. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Das es ist, die ich begossen habe. Das es ist, die ich unter den Glasschirm gestellt habe. Das es ist, die ich mit dem Warnschirm geschützt habe. Das es ist, deren Raupen ich getötet habe. Außer den 2 oder 3, um den Schmetterling gewinnen. Das es ist, wie ich klagen oder sich rühmen gehört habe, oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis, es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Das war alles. Tschüss!